So, im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Drehstoß. Wir brauchen also die Grundgleichungen für die Drehbewegung eines Körpers um eine feste Achse. Wir sagen, diese feste Achse sei die Z-Achse. Z-Achse lotrecht nach oben. Und ein Körper, der sich um eine feste Achse dreht, bei diesem Körper in einem XYZ-System, Z ist die Drehachse, betrachten wir ein Massenelementchen dm. Die Drehgeschwindigkeit ist das Phi-Punkt. Phi-Punkt ist die Winkelgeschwindigkeit um die Z-Achse. Winkelgeschwindigkeit, das ist quasi Bogen pro Sekunde, hat also die Dimension von 1 durch Sekunde. Winkelgeschwindigkeit Phi-Punkt genannt. Und jedes Massenelementchen dm, das sich im Abstand r von der Drehachse befindet, und dieses dm bewegt sich nun auf einer Kreisbahn um die Z-Achse. Also der Abstand von der XY-Ebene ist Z, und dieses dm beschreibt nun eine Kreisbahn vom Radius R. Dabei legt natürlich auf der Kreisbahn jedes kleine Elementchen einen kleinen Bogen in der Zeit dt zurück. Wenn ich also jetzt einen Grundriss noch zeichne, von oben gesehen, das ist der Radius r, hier ist das Elementchen dm, also in Richtung der Z-Achse angeschaut, das ist das Phi-Punkt, dann ist die Kreisbahngeschwindigkeit ja das r mal Phi-Punkt, und die auf der Kreisbahn hatte das Teilchen ja zwei Beschleunigungskomponenten. Eine Komponente in Richtung der Geschwindigkeit, das wäre die Tangentialkomponente, und eine Komponente in Richtung der normalen. Also das Teilchen legt den Weg r d phi zurück. Weg durch Zeit ist die Geschwindigkeit, v ist ds durch dt, also gleich r mal phi Punkt. Ist die Geschwindigkeit in Umfangsrichtung ausgedrückt durch die Winkelgeschwindigkeit. Die Beschleunigung, wie gesagt, zwei Komponenten. Die Komponente in Richtung der Geschwindigkeit ist r phi 2 Punkt, und die Normalkomponente, die Zentripetalkomponente, also zum Zentrum hingerichtete, weil ja die Geschwindigkeit muss ja ihre Richtung ändern. Das ergibt es eine Normalbeschleunigung. Also die beiden Beschleunigungskomponenten sind at, die Tangentialkomponente ist ja gleich der Änderung der Größe der Geschwindigkeit, also V Punkt gleich R Phi 2 Punkt, R ist ja konstant, also beim Differenzieren wird nur das Phi verändert. Die Normalkomponente ist V Quadrat durch Krümmungsradius, und der Krümmungsradius ist das R, also können wir auch schreiben R mal Phi Punkt zum Quadrat. Nun lasse ich auf das Teilchen dm die Kräfte wirken. Und zwar könnte man sagen, es wirken ja auf jedes Teilchen immer innere Kräfte und äußere Kräfte. Die Wirkung der inneren Kräfte ist
Also die inneren Kräfte mit dem Buchstaben I bezeichnet, hochgestelltes I, die äußeren Kräfte mit einem hochgestellten A, die Kräfte, denke ich mir nun, zerlegt in dieses Koordinatensystem aus Tangentenrichtung, da kriegt also dann das df tangential, das df normal, und natürlich könnte ich die dritte Komponente als dfz bezeichnen. Und wenn man dann nun die Bewegungsgleichung für ein Teilchen anschreibt in der Tangentenrichtung, dann heißt das ja, dass dieses Massenelementchen sich in Richtung der Tangente bewegt durch die Wirkung der Kraftkomponenten in der Richtung der Tangente an die Kreisbahn. Also hier ist die dft, df normal, die dritte Komponente lasse ich weg, weil die geht ja sowieso nur ins Auflager. Und ich denke mir also jetzt die Bewegungsgleichung für ein Massenelementchen angeschrieben. Und da ich nachher eine Momentengleichung bilden will, nehme ich natürlich nur jene Kraft, die auch dann ein Moment um die Z-Achse liefert. Also ich schreibe in der Tangentenrichtung die Bewegungsgleichung an. Das Massenelement dm mal Beschleunigung in dieser Richtung, r phi 2 Punkt, ist gleich Summe der Kraftkomponenten, die auf dieses Teilchen wirken in der Tangentenrichtung. Und die könnte ich mir wieder zerlegt denken in eine innere Kraft, die ja von den angrenzenden Massenelementchen kommt, plus einer eventuell von außen einwirkenden, auf dieses Massenelement einwirkenden Kraft in Tangentenrichtung df Tangent äußere. Und wenn ich diese Gleichung dann mit r multipliziere, so bilde ich ja das Moment. Und dann steht auf der linken Seite das Moment der Massenbeschleunigungen, dmr Quadrat phi 2 Punkt, ist gleich r mal dfi Tangential plus r mal dfa Tangential. Und diese Gleichung wird nun über alle Massenelemente dm summiert, das heißt, ich muss ein Integral drüber schreiben, Integration über m durchführen, also über alle differenziell kleinen Massenelemente. Dann steht auf der linken Seite das Integral r Quadrat phi 2 Punkt dm und rechts steht r df innere plus Integral r df äußere. Nun ist aber so, dass die inneren Kräfte ja Kontaktkräfte sind, die zwischen den einzelnen Massenelementen wirken, und wenn man dort das Wechselwirkungsgesetz als gültig annimmt, dann wird jede innere Kraft einmal in die eine Richtung wirkend und einmal in die andere Richtung wirkend auftreten, sodass ihr resultierendes Moment sich zu Null ergibt. Das ist ja wenn man das also annimmt, die Gültigkeit des Wechselwirkungsgesetzes, so liefern die inneren Kräfte keinen Beitrag zum Moment. Das Integral wird also Null werden, genauso wie beim Schwerpunktsatz die inneren Kräfte herausfallen, wenn sie dem Wechselwirkungsprinzip gehorchen, während die äußeren Kräfte, die Momente der äußeren Kräfte, dann eben als ma um die Z-Achse bezeichnet werden. Und der Momentensatz sagt nun, dass die Summe der Momente der Massenbeschleunigung gleich ist dem Moment der äußeren Kräfte. Also,
Links steht das Summe der Momente der Massenbeschleunigung, R phi 2.m. Das phi 2. ist konstant für alle dm. Und das Integral heißt nun Integral R Quadrat dm. Das ist ein massengeometrischer Ausdruck, ein Massenmoment zweiter Ordnung, das wir das Massenträgheitsmoment um die Z-Achse bezeichnen mit Theta Z gleich Integral R Quadrat dm. Massenträgheitsmoment um die Drehachse, das ist die Z-Achse. Zweiter Ordnung heißt es deshalb, weil es ein R-Quadrat drinnen hat. Die Momente erster Ordnung, weiß ich, xdm, ydm und so, die treten ja bei der Bildung des Schwerpunktes auf. Wenn man diese Abkürzung einführt, dieses Massenträgheitsmoment, diesen massengeometrischen Ausdruck, dann kann man jetzt den sogenannten Prallsatz anschreiben. Die linke Seite, also das Moment der Massen, das Moment der Massenbeschleunigungen, könnten wir dann gleichsetzen der Summe der Momente der äußeren Kräfte. Das ist in der Form des Prallsatzes geschrieben, Theta Z Phi 2. ist gleich m Moment der äußeren Kräfte um die Z-Achse. Also für eine Drehung eines Körpers um eine feste Achse ist der Prallsatz die beherrschende dynamische Gleichung und ist genauso einfach wie für den Massenpunkt. Wenn Sie sich erinnern, der Massenpunkt wird, die Bewegung wird beherrscht von der Gleichung Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Mx2, wenn wir das in einer Richtung nur nehmen, einachsige Bewegung, ist gleich Fx. Was im Dreisatz die Winkelbeschleunigung ist, das ist in der Bewegungsgleichung die Linearbeschleunigung. Der Masse M entspricht bei der Drehung das Theta, anstelle der Kraft steht nunmehr das Moment. Also es ist im Grunde genau dieselbe einfache Form ist wie bei der Bewegung des Masspunktes, ist hier bei der Drehung um eine feste Achse. Also der lässt sich sehr einfach merken, der Dreisatz Theta Phi 2. ist gleich Moment der Kräfte um die Drehachse. Wenn man nun diese Gleichung, so wie die Bewegungsgleichung, die Newtonsche Bewegungsgleichung für die Translationsbewegung, über der Zeit t integriert, so heißt das, wir bilden also das Integral von Theta z Phi 2. dt von 0 bis 1, also zwischen zwei Zeitpunkten. Und auf der rechten Seite steht das Integral des Momentes, m äußere m a z dt über die Zeit dt integriert. Nun, das Phi 2. ist ja die Änderung der Winkelgeschwindigkeit mit der Zeit. Das heißt, ich kann das Phi 2. dt ja als d Phi Punkt anschreiben, weil ja d Phi Punkt nach dt das Phi 2. ist. Und das Theta Z ist ja bei der Integration konstant. Es bleibt also jetzt ein Integral Theta Z Phi Punkt. Und wenn ich mir das Moment um die Z-Achse gebildet denke aus einer Kraft mal einem Abstand r, f mal r dt, dann ist das Moment dieser Kraft mal Normalabstand. Also ich denke mir jetzt eine Kraft, die auf den Körper wirkt, im Normalabstand r, der gibt dann das Moment f mal r, über der Zeit integriert, fr dt. Im nächsten Moment dt, das r ist ja konstant, hebe ich heraus, sage ich f
Integral f dt mal r. Und Sie sehen, ich bin jetzt bei derselben Form, nämlich bei dem Integral f dt, das wir ja beim Stoß mit s bezeichnet haben, als Stoßimpuls, als Antrieb der Kraft. Und wenn man die Integration links ausführt, dann heißt das, Theta z mal Phi Punkt am Ende minus Phi Punkt am Anfang ist gleich R mal S. Also Moment des Antriebs. Die Änderung des Dralls, wir führen also jetzt den Begriff Drall ein, so wie wir den Begriff Impuls eingeführt haben. Der Drall mit dem Buchstaben L um die Z-Achse. Das heißt, wir geben dann noch den Index Z dazu. Drall LZ Komponente ist gleich Theta Z Phi Punkt, also Massenträgheit mal Winkelgeschwindigkeit, ist als Drall definiert, so wie der Impuls zum Beispiel in der X-Richtung Bx definiert war als Masse mal Geschwindigkeit in der X-Richtung. Also P in der X-Richtung ist gleich M mal X-Punkt. Und Sie sehen, in der obigen Gleichung, in der Integration über T steht jetzt Drall nachher, Drall 1, L1 minus L0 ist gleich R mal S. So, also die Änderung des Dralls ist gleich, wenn wir das jetzt auf den Stoß anwenden, dann haben wir ja den Stoßimpuls, wir haben in einer kurzen Zeit dt, wirkt eine Kraft F, die gibt das Moment R mal S1 dann den Antrieb des Momentes hier ab R mal S1. Die Änderung des Dralls, heißt das, ist gleich dem Moment des Antriebs der Kraft. Also der Begriff des Dralls heißt also in Analogie einfach zum Begriff des Impulses. Drall heißt der Impulsmoment. Nicht? Die Änderung des Impulsmomentes ist gleich dem Moment des Kraftantriebs. Änderung des Dralls ist gleich Moment des Antriebs der Kraft. Und es ist im Grunde genau dasselbe bei der Translationsbewegung war es. Änderung des Impulses P1 minus P0 ist gleich Antrieb der Kraft, das S. Dasselbe S, das hier also bei der Dralländerung aufscheint. Energiesatz, Arbeitssatz. Wie schaut das bei der Drehbewegung aus? Ausgangspunkt ist, Energiesatz bei, schreibe ich, Drehbewegung. Es ist einfach wieder das Integral über den Weg zu bilden. Also wir gehen aus von vom Drallsatz, Theta um die Achse Z, unsere Drehachse, Phi 2 Punkt, ist gleich dem Moment der äußeren Kräfte um die Z-Achse. Und multiplizieren das Ganze mit dem Drehwinkel. Nun steht auf der linken Seite Phi 2 Punkt d Phi. Und das kann man jetzt wieder so schreiben. Wenn wir sagen, Phi 2 Punkt ist d Phi Punkt nach dt mal d Phi und das dt um das d Phi stellen, dann steht hier d Phi nach dt und das ist ja nichts anderes als das Phi Punkt. Und jetzt haben wir Phi Punkt d Phi Punkt und das ist das d von Phi Punkt Quadrat halbe. Und ich integriere also jetzt von 0 bis 1 das Theta z
Phi 2. d Phi ist Integral 0 bis 1 Moment d Phi. Links, haben wir gesagt, steht dann das Integral Theta Z. Phi 2. d Phi, sehen Sie, ist das d von Phi Punkt Quadrat halbe. Und rechts steht, wenn ich das Moment der äußeren Kräfte wieder mir zerlegt denke, in eine Kraft, mal Normalabstand, mal d Phi, dann sehen Sie R d Phi, das ist die F-Tangentialkraft, nicht mal Radius d Phi, dann ist das eigentlich der Weg. Und Kraft mal Weg in Richtung der Kraft ist ja die Arbeit. Dann steht von 0 bis 1 jeweils auf der rechten Seite die Arbeit des Momentes, beziehungsweise die Arbeit der einwirkenden Kräfte bei der Drehbewegung. Und da geben wir nur die Umfangskomponenten, geben einen Beitrag, während die Radiale hat ja keine Verschiebung und die Axiale sowieso nicht. Auf der linken Seite ist das Theta Z ein Fixwert, sodass wir sagen können, Theta Z mal Gamma Phi Punkt 1 Quadrat halbe minus Phi Punkt 0 Quadrat halbe ist gleich W. Und das Theta Z, Phi Punkt 1 ist aber nicht anders als die kinetische Energie, D1 minus D0 ist W. Weil die kinetische Energie bei der Drehbewegung, das schreibe ich daher, kinetische Energie, heißt ja, das dt ist dm v Quadrat halbe, also dt ist gleich v, ist ja das r mal phi Punkt, ist die Geschwindigkeit, die zum Quadrat, mal 1 halb mal dm, dann sehen Sie, da steht genau r Quadrat dm mal Phi Punkt Quadrat halbe. Und wenn ich das integriere über alle dt, über alle dm, dann ist das das Integral r Quadrat dm, das wir als Theta kennen, und die Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat. Nein. Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat halbe. Also die kinetische Energie ist in Analogie zum Massenpunkt, wo sie heißt mv Quadrat halbe, heißt sie hier Theta Phi Punkt Quadrat halbe. Theta Phi Punkt Quadrat halbe. Also die Masse wird wieder ersetzt durch das Massenträgermoment, die Geschwindigkeit durch die Winkelgeschwindigkeit. Und der Energiesatz gilt natürlich, solange keine Verluste auftreten, beziehungsweise er gilt natürlich, wenn ich die Arbeit, die Verlustarbeit W dort drinnen habe, auf der rechten Seite. Nicht? Wenn eine Reibungskraft da ist und ich kann die Arbeit dieser Reibungskraft ausrechnen, nicht? Dann ist das eine negative Arbeit halt, die da drinnen steckt, und kann das auch wieder den Energiesatz verwenden, um die Geschwindigkeit auszurechnen.